Hallo, ich bin Doge Gaming. Heute möchte ich mit euch ein kleines Feature anschauen, das offensichtlich mit dem neuen Update gekommen ist, was mir aber erst so gar nicht aufgefallen war. Und zwar benötigt ihr vielleicht viele Thralls als Bogenschützen für eure Base, um den Schatz zu schützen. Oder ihr braucht fürs Zaubern, für euren Zauberer sehr viel Blut, menschliches Blut, oder ihr braucht die Seelen der Menschen. Dann könntet ihr das mit der folgenden Funktion machen. Es ist jetzt so, wenn ihr einen Schatz klaut, dann müsst ihr ja diesen Schatz durch die Gegend tragen, entweder bis nach Hause, bis zu eurer Base oder eben bis zu einem Punkt, von dem ihr teleportieren könnt. In dieser Zeit, wo ihr diesen Schatz tragt, beziehungsweise auch wo ihr den Schatz jetzt hier irgendwo abstellt, werdet ihr angegriffen werden. Und das können wir uns natürlich zunutze machen. Ihr seht, ich werde jetzt hier von Dafari-Kämpfern angegriffen und ich habe zwei Thralls mitgebracht, mit einem Knüppel ausgestattet. Und diese Thralls sorgen jetzt dafür, dass wir ganz viele bewusstlose NPCs hier liegen haben. Und die können wir entsprechend natürlich zu unseren Thralls machen oder wir können sie auch eben für unseren Zauberer, für den Zauberer benutzen. Ich habe diesen Test an verschiedenen Punkten gemacht, wo ich wusste, dass es einen Schatz zu finden gibt. Also eben dort beim Schiff der Schwarzen Hand, dann in der Bukamir Bay, hier bin ich bei Neu-Athagard, dann habe mir dort einen Schatz geholt. Was mich ein bisschen gewundert hat, es kamen immer Dafari-Kämpfer. Also es kamen zwischen 3 und 5 Dafari-Kämpfer, die mich angegriffen haben, so ungefähr alle 1,5 bis 2 Minuten, würde ich sagen. Die Schatzkiste kannst du einfach hier irgendwo in der Nähe abstellen, wo es dir passt. Und dann, dann werden die eben entsprechend kommen, dich angreifen. Als letztes bin ich dann mit der Schatzkiste hier teleportiert zu meiner Base. Das ist hier die Pyramidenbase, die ihr vielleicht kennt. Und habe meinen Schatz hier abgestellt in der Nähe meiner Base. Und auch hier genauso, die Kämpfer sind mir sozusagen gefolgt, in dem Fall hier aus der Buccaneer Bay, und haben entsprechend mich angegriffen. Und das Ganze, ich habe es jetzt gemacht, ich sag mal insgesamt mit einem Schatz ungefähr für 1 Stunde habe ich es ausprobiert. Aber das würde wahrscheinlich sogar noch länger dauern, bis der Schatz irgendwann weggespawnt ist oder du ihn in deine Schatzkammer gebracht hast. Genau, ich habe im Übrigen in dieser Zeit, wo ich das ausprobiert habe, nur einen einzigen Name Thrall bekommen. Das war Shoreshoot Augen irgendwas. Und also ein Named Bogenschütze. Es soll aber so sein, dass ab und zu eben Names kommen oder eben auch nicht nur Dafari-Kämpfer, sondern auch andere Kämpfer, zum Beispiel aus dem Norden. Das war jetzt bei mir in meinem Test nicht so, aber wie auch immer, wir haben eine unerschöpfliche Quelle an NPCs, die wir hier mit dieser Schatzsuche bekommen können. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Viel Spaß im Spiel!